Hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und dieses Mal schauen wir uns den Rest des Jahres 1989 in der Retrospektive Flugsimulationen an. Und wir werfen schon den ersten Blick ins Jahr 1990. Fangen wir an mit The Finest Hour mit dem Untertitel Battle of Britain. Bei uns lief das immer nur unter Bob. Wurde von Lucasfilm Games entwickelt und publiziert. Und wurde 1989 released. Ich selbst habe das auf dem Amiga gespielt mit einem Freund zusammen und wir haben halt oftmals die Positionen dann getauscht. Wir haben dann immer eine 111 oder eine U87 geflogen und haben dann die Positionen getauscht auf dem Rückflug oder auf dem Hinflug. Dann konnte mal einer Gunner sein oder während der andere dann geflogen ist. Wir haben das Ganze erstaunlicherweise, da werde ich glaube ich auch nochmal drauf eingehen, mit Maus gespielt, weil mit Joystick hat das irgendwie nicht so gut funktioniert. Das war am besten mit Maus zu steuern. Ich weiß auch nicht genau warum. Es ist der Nachfolger von Battlehawks 1942 und bedient sich eigentlich der gleichen Grafik-Engine, nur dass dieses Mal Schiffe, hat man ja letztes Mal gesehen, waren auch noch Bitmap-Sprites. Dieses Mal sind Bodenobjekte und Landschaften und sowas richtige Polygone. Das zeige ich euch später aber noch. Schauen wir uns jetzt einfach mal das Gameplay an. Ja, schönes Startbild, wie ich finde. Leider keine Musik. Ich dachte immer, hier wäre Musik, aber wahrscheinlich verwechsel ich das mit Secret Weapons. Da war am Anfang Musik und ich glaube, es gibt auch so ein kleines Filmchen, was mit Ingame-Grafik aufgenommen wurde, zu sehen. Naja, wie auch immer. Wie wir das auch im Vorgänger schon Battlehawks festgestellt haben, gibt es hier jetzt auch nur so ein Menü. Das ist bei Secret Weapons dann noch mal ein bisschen besser, aber hier gibt es schon mal reichlich mehr Optionen wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal konnten wir ja nur eine Tour, sage ich mal, starten. Man konnte sich Flieger auswählen und dann Missionen auswählen. Hier gibt es Trainingsmissionen, Combat-Missionen. Man kann sich selbst Missionen zusammensetzen und es gibt die Kampagne. Und da will ich nur mal kurz rein starten. Da kann man halt beide Seiten spielen. Auf Seiten der RAF muss man verhindern, dass es spielt ja in der Battle of Britain, also die Luftschlacht um England, 42 meine ich, 41, wie auch immer. Und man muss verhindern, dass England zu viele Verluste durch Bomben erleidet und halt deutsche Bomber abschießen. Und im umgekehrten Fall kann man auch als Luftwaffe gewinnen oder als Achsenmacht gewinnen und muss dann dementsprechend viele Jäger abschießen und Bomben platzieren. So, ja, Continue gibt es natürlich auch. Weiß ich nicht, wir standen hier mal die Kampagne. Jetzt nehmen wir den Namen. Und man sieht hier schon das erste Mal, das hatten wir vorher im Vorgänger ja auch nicht, die Karte, und die wird später dann bei Secret Weapons of the Luftwaffe noch ausgefeilter sein. Hier kann ich mir jetzt komplizierte Flugrouten und Pläne zusammenstellen. Und das war auch das erste Mal für mich, dass man Interesse daran hatte, wie viele Flieger habe ich noch. Ich weiß gar nicht, gab es hier das mit der... Meine Erinnerungen verwechseln sich immer mit Secret Weapons of the Luftwaffe. Gab es hier eine Anzahl von Fliegern? Oder war das bei Secret Weapons? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Orders, Combat Air Patrol, Close Air Patrol. Cap. Hier. Cannot begin over enemy. Achso, Territory. Okay, hier startet man dann. Okay. Formation BF109E3 Flight Group 2, dann kann ich hier, also Plane Type BF110, kann ich hier starten lassen. B ist wahrscheinlich Beginn, Number of Planes 4, Order, also das Formation, Orders kann ich hier nicht, 2.1, hier, Weapon 2, hier, Weapon 3, hier, lande, da. So, das haben wir jetzt bei der anderen vergessen, ne? Wingman. Hier suche ich, glaube ich, aus, was ich bin. Bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Planes available 0 steht hier auch. Okay. Roaster,
Available Pilots, Create New Pilot Crew. Also gab es hier, ja, genau, hier gab es doch schon Piloten und die konnten auch aufsteigen, Flüge und waren dementsprechend zumindest gefühlt besser. So, wie setze ich den jetzt hier rein? Oh. Ah ja, so. Ja, also viel will ich jetzt auch nicht mehr zeigen, nur kurz noch das Fliegen. Hier gibt es auch Ton. Nicht sonderlich laut, aber es gibt es. Und das Fliegen, ich kann mich auch daran erinnern, dass das eigentlich die einzige Simulation war, vielleicht noch Swattle, die man, also ich habe das mit einem Freund auf einem Amiga gespielt, aber gut, sah ein bisschen besser aus wie hier, aber im Prinzip ist das ja das Gleiche. Die einzige Simulation war, die man besser mit der Maus spielte, wie mit dem Joystick. Man kann hier auch den Heckgunner bedienen, das haben wir dann immer aufgeteilt, Front- und Heckgunner. Das war echt ganz nett. So, es ist auch immer noch so komisch, wenn ich nach unten gucke, sehe ich das Cockpit vor mir und gucke nach unten. Das haben die irgendwie, weiß ich nicht, es gibt über alle möglichen Ansichten. Dafür irgendwie nicht. Ja, jetzt kann man hier den Autopilot anmachen und sich erstmal in Richtung Feind fliegen lassen und dann kann man ja, sich beschießen mit denen oder man muss halt Objekte bombardieren. Wir haben meistens dann Stukas genommen und sind rübergeflogen und das war wirklich ein tolles Spiel, was auch die Cockpit-Ansichten toll gemacht hat und das war für mich auch noch ein Spiel, was ich vor Aces of the Pacific dann gespielt habe, worauf Aces Pacific dann hier zugekommen ist oder hier nachgekommen ist und dann erst Secret Weapons of the Luftwaffe, sodass ich das ein bisschen vermixt habe. Aber es ist ein ganz tolles Spiel gewesen damals und auch heute noch ein Spiel, was man ruhig mal spielen kann, wie ich finde. Es gibt es, glaube ich, bei GOG. Bin mir jetzt auch nicht sicher. Aber man kann das auch recht günstig noch original verpackt bei eBay finden. Ja, die Grafiken habt ihr gesehen. Die Flieger sind Sprites und der Rest sind 3D-Modelle. Jetzt kann man hier, ich glaube, das ist eine Radaranlage. Kann man die hier anfliegen? Irgendwie kann ich... Ach nee, das ist der Heckschütze. Ups, jetzt gucke ich nach unten. Es ist immer so ein bisschen verwirrend, zum Glück steht es da oben. Ich habe komplett vergessen, wie ich Bomben werfe. Und ich weiß, dass ich... Hier sehe ich ja auch, dass ich noch ein anderes Geschütz habe, aber... Oder noch eine andere Munitionsart. Nee, Geschütz. Weil so wird das nichts. Ich wollte euch einfach nur noch mal kurz zum Abschluss die Landschaftsgrafiken zeigen, die ich finde gar nicht so schlecht sind. Also klar, gibt besseres, aber sind zweckmäßig und liefen eigentlich auch relativ gut damals, auch auf einem 500er noch. Dann schauen wir uns mal das Review, die Zusammenfassung an. Die Innovationen hier, man kann sagen, 8 Flugzeuge, das war damals schon recht viel, muss ich sagen. Die wirkliche Innovation für mich war aber mehr die Mischung aus Simulation und Strategie und dass man das halt von beiden Seiten aus spielen konnte. Das war schon ziemlich phänomenal, dass man quasi den Krieg ändern konnte, in Anführungsstrichen. Oder man es zumindest immer versucht hat. Eine Kampagne gewonnen haben wir damals, glaube ich, nie. Aber wir haben es immer versucht. Wir haben dann auch an unseren Piloten gehangen. Es war schon wirklich ganz cool und wir haben dann auch später die Piloten auf dem Schulhof dann, nein, ich verwechsel das wieder mit Secret Weapons of the Luftwaffe, hier noch nicht, weil das habe ich mit einem Freund auf dem Amiga gespielt und ich selbst hatte das erst Jahre später dann am PC. Nee, hier noch nicht, aber bei Secret Weapons of the Luftwaffe haben wir dann die Piloten auf Disketten ausgetauscht, das war auch sehr cool. Ja, das erste Mal, dass so ein Missionseditor und Flugrekorder hier auftaucht. Ich bin mir nicht sicher, ob es bei Battlehawks schon einen gab, aber hier haben wir ihn wirklich benutzt, das erste Mal. Also war es für mich zumindest eine Innovation. Die Simulation an sich ist jetzt nicht so komplex. Die Flieger fliegen sich alle irgendwie schon anders. Das ist uns auch damals aufgefallen. Aber
Weniger haben wir auf das Flugverhalten geachtet als auf die Bewaffnung und ob es Bombenschützen gab oder nicht. Und so wird halt Pilot, Gunner, in Anführungsstrichen der Bombenschütze und irgendwie auch der Luftwaffengeneral oder wer auch immer da die Führung hat, simuliert. Und das ist schon ein Level über dem, was alle anderen bis jetzt gemacht haben. Und ja, hatte ich auch schon gesagt, dass die Mischung aus Strategie und Simulation eine sehr große Innovation ist. Die Immersion, dadurch, dass man zu zweit, wie wir das gemacht haben, gespielt haben und dann auch den Gunner noch spielen konnte, war sehr hoch. Das hat wirklich Spaß gemacht zu zweit. Es gibt Zwischenbilder und Beschreibungstexte zwischen den Missionen, die sind jetzt aber nicht so ausführlich. Das ist okay, aber es könnte ein bisschen ausführlicher sein. Aber nichtsdestotrotz ist es wirklich ein Meilenstein. Und das sagt ja auch, Game Computing World stated that the game was even more amazing than Battlehawks 1942. Ja, die Grafik und die Soundqualität und die Dokumentation, das habe ich auch noch nicht gesagt. Also hier ist wirklich ein fettes Handbuch bei. Mein Battlehawk ist noch eingeschweißt, deswegen habe ich das noch nicht aufgemacht, aber es fühlt sich nicht nach so einem dicken Handbuch an. The Finest Hour ist wirklich ein dickes Handbuch mit viel beschreibenden Text, wie man das später von Microprose und Dynamics auch gewohnt war und erwartet hat. Hier wird nochmal darauf eingegangen, dass die Steuerung mit der Maus irgendwie ja gut war und mit allem anderen nicht so gut. Das habe ich auch festgestellt und das hatte ich ja auch schon erwähnt. Und es spricht halt Actionspieler wie Wargame-Player, also Strategiespieler, gleichermaßen an. Das ist auch noch was Besonderes. Gehen wir mal zum nächsten Kandidaten. Der Flugsimulator 4. Von den Flugsimulatoren habe ich eigentlich immer am meisten Angst, die aufzunehmen. Nicht, weil sie irgendwie besonders schwer wären oder weil ich da keine Lust zu hätte, sondern weil sie technisch irgendwie immer so ein kleines Problem hatten. Zumindest bis zu Flugsimulator 4. Der hier läuft gut. Wurde 1989 von Microsoft. Da kann man aber auch durcheinander kommen. Microsoft vertrieben und ja, hier steht noch Sublogic. Ich, keine Ahnung, also Moby sagt Bruce Hardwick Organization. Das ist jemand, der von Sublogic weggegangen ist, um dann Add-ons für den Flugsimulator 4 zu machen und 5 zu machen. Aber soweit ich weiß, wurde der von Sublogic entwickelt. Ich weiß nicht, was da jetzt durcheinander gelaufen ist. Ja, irgendwie hängen die ja alle zusammen, also Sublogic. Auf dem Code basierte das zumindest. Also denke ich mal, dass Sublogic da zusammen mit Bruce Hardwick vielleicht dran gearbeitet hat. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Aber schauen wir uns mal Gameplay an. Ja, und hier beim ersten Mal muss ich schon nachgucken. Hier steht ja zum Glück FS4, weil das sieht genauso aus wie FS3. Also da hat sich schon nicht so viel getan. Questions ask. Aber hier sieht man jetzt gleich, dass sich was tut. Die Grafik sieht schon nicht mehr ganz so bröckelig aus wie bei 3. Ansonsten hat sich erstmal auf den ersten Blick gar nicht so viel getan. Auf den zweiten Blick sieht man jetzt, dass sich da hinten schon mal was bewegt. Das gab es ja in den anderen auch noch nicht. Also hier gibt es scheinbar, also nicht scheinbar, hier gibt es noch andere Mitflieger außer einem selbst. Das ist ja schon mal eine Sache, die man so nicht kannte und die eigentlich ganz cool ist. So, ich erinnere mich, versuche mich jetzt noch mal dran zu erinnern. Ground Textures, die sind off. Nein, die braucht man natürlich. Dots, Small Rect, Big Rect, machen wir mal Small Rects. Environment, kann ich hier jetzt draufklicken? Nein, also muss ich hier raus und dann wieder da hoch. Naja, Season Spring. Ich gucke nur kurz, um zu gucken, ob es hier irgendwie was Neues gibt. Mode, Cessna. Also es kommt mir jetzt erstmal nicht so viel mehr vor. E, Plane Library. Gucken wir mal. Was gibt es denn in der Plane Library?
Eine Zero, eine Corsair, eine F18 und eine Hellcat. Eine Corsair, können wir die jetzt einfach umstellen? Ja, scheint so. Ich drücke Escape, weil ich dachte, vielleicht gibt es Waffen, aber die gibt es scheinbar so nicht. Hier gibt es das Ganze dann von außen. Und da sieht man schon leichtes Ruckeln, aber wenn ich jetzt hier das Seitenruder bewege, das bewegt sich schnell, also so normal. Das ist interessant. Okay. Also es klingt jetzt so, als wenn der Motor starten würde. Also das sieht man oben natürlich nicht. Da kommt jetzt eine Cessna und rammt uns. Fliegt durch uns durch. Ja, Kollision gibt es nicht. Lassen wir die erstmal starten. Es ruckelt jetzt leicht vor sich hin. Aber das war auch der erste Flugsimulator, den ich gespielt habe, den man einigermaßen, oder wo ich fand, dass man den einigermaßen spielen konnte, weil die Grafik nicht mehr so tot war. Aber schießen kann man nicht. Vielleicht der nächste, der durch mich durchfliegt. Aber ich kann irgendwie nicht. Ah doch, jetzt. Oh, 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 oh. Ah. Okay, Wasser ist kein Hindernis für uns. Das Gefühl, wir sliden auch zur Seite. Ich bin mir jetzt... Oh. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht sicher. Habe ich die Flaps aus Versehen ausgefahren? Ah ja. Das ging ja einfach. So, ist hier das Fahrgestell? Scheint so. Jetzt steigen wir sogar. Gab ja wohl irgendwie Beschwerden darüber, dass beim Flugsimulator 3, habe ich jetzt gelesen, was like flying on rails. Das haben wir ja nicht so richtig ausprobiert, war wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm. Ja, also wie ihr seht, es gibt mehr Verkehr, die Grafik sieht ein bisschen besser aus und hier kann ich auch das erste Mal, wieso ist denn das Gear down? Hier kann ich auch das erste Mal verstehen, dass Leute daran Spaß haben. Wobei ich auch sagen muss, dass die Steuerung jetzt gar nicht so easy ist. Wobei die Grafik auch, ich muss sagen, für 95 Verhältnisse so gut aussieht. Also das kann man auch irgendwie nicht beschönigen. Da hatten einige Flugsimulatoren, die wir hatten und die wir jetzt noch haben, einiges mehr drauf. Aber gut, das ist nicht der Fokus und sollte ja auch nur ein kurzer Überblick sein. Kommen wir mal zur Zusammenfassung. Als Innovation würde ich sagen, hier gibt es den Airplane Designer, wobei ich nicht sicher bin, ob der nur als Add-on vertrieben wurde oder später gemerged wurde mit der Version von Flugsimulator 4. Auf jeden Fall kann man mit dem Airplane Designer Flugzeuge anfassen oder anpassen und so verändern, dass sie dann zu den eigenen Vorstellungen passen. Das heißt natürlich, man kann aus vielen Flugzeugen dann halt das machen, was man gerade privat fliegt oder wie auch immer. Und ich glaube, das war nochmal ein großer Selling Point für den Flugsimulator, da viele Hobbypiloten dann ihr Flugzeug fliegen konnten und vielleicht schon mal eine Route abfliegen, weil es ja mit den ganzen Add-ons auch über, weiß ich nicht, 300 verschiedene Flughäfen anzufliegen gab, über die ganze Welt verteilt. Das ist ja so eine Szene, die ich selbst nicht verstehe, aber ganz cool finde. Und dazu gehört dann auch der nächste Punkt, dass es halt Flugtraffic gibt, den wir gesehen haben, den man dann ausweichen kann oder halt auch nicht. Als Simulation, ich fand die Simulation von 3 jetzt auch nicht, wie gesagt, on Rails, sondern für mich war die ganz okay. Nichts Besonderes, muss ich sagen. Ich bin da, steck da aber auch nicht so drin, dass ich jetzt sagen würde, oh, die Simulation ist schon wirklich gut, das Flugverhalten, wenn ich hier drehe, verändert sich da was. Also es hat sich ganz gut angefühlt und wurde angeblich auch zur Flugausbildung von Piloten benutzt. Also scheint es nicht ganz so daneben gewesen zu sein. Ja, die Immersion ist
würde ich schon fast sagen, wie immer, keine so richtige vorhanden. Also früher konnte man zwar sagen, ja, es gab ein echtes Cockpit, das hat sich dann schon nach was angefühlt, aber das sind wir inzwischen gewohnt und das zählt für mich jetzt nicht mehr zu einer Immersion dazu. Ja, bei Mobi Games habe ich noch gefunden, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich glaube, das war ein Kommentar. Flugsimulator 4 bietet eine solche Fülle von Details und fliegerischen Finessen, dass einem regelrecht schwindelig wird. Ein echtes Cockpit, realistischer Verkehr in der Luft und am Boden, Radiokennung und Landesystem dort, opulente Einstellungsmöglichkeiten. Ja, ist jetzt, fasst es gut zusammen und entspricht auch dem, was man als Nonplusultra damals bezeichnet hätte, zumindest im zivilen Flugsektor. Und als letztes, dieses Mal im Jahr 1990, Knights of the Sky von Microprose, entwickelt und vertrieben. Ist für mich so ein Spiel gewesen, wo ich lange überlegt habe, ob es überhaupt hier reingehört und wenn ja, warum. Zum Teil, weil ich selber nicht gespielt habe. Aber da kommen wir gleich in der Zusammenfassung am besten mal zu. Schauen wir uns einfach mal etwas Gameplay an. Und wie in Microprose üblichen Spielen können wir hier uns am Anfang im Menü aussuchen, was wir gerne machen wollten. In den Spielen zuvor war es meistens so, dass wir uns erst einen Piloten aussuchen mussten und dann was machen konnten. Das hat sich jetzt hier ein bisschen geändert, ist aber auch so ein bisschen, das Spiel sticht so ein bisschen raus aus den Microprose-Spielen, auch aus denen, die später noch kommen. Hier gibt es eine Flugschule, man kann gegen Asse kämpfen und es gibt hier die Möglichkeit, mit dem Modem gegeneinander zu fliegen, was ja, ich will jetzt nicht sagen, ein Novum war, aber schon was Besonderes war zu der Zeit. Wir schauen kurz in die Missionen hinein, in die Kampagne hinein. Und machen hier Corporal Klaus 2 draus. Ich habe schon mal aufgenommen und die Aufnahme irgendwie verbockt, deswegen gibt es den schon einmal. So, Creating New Player, das kennen wir ja mit den Orden und dem ganzen Kram, der dazugehört. Hier sind jetzt die anderen Kollegen, die man noch auswählen könnte. Und man sieht hier, das ist ein bisschen anders wie bei den sonstigen Microprose-Spielen, wo man sonst ja gleich in so ein Missionsmenü geworfen wird. Hier kann ich mir im Hangar noch meinen Flieger aussuchen. Gut, da ist jetzt die Auswahl nicht so groß. Kann mir die anderen Asse noch angucken, die es hier gibt. Ja, mein Ranking ist ja jetzt noch erstmal nicht so groß. Ja. Also es ist niemand abgeschossen, es ist niemand gestorben. Da kommen aber später dann noch mehr hinzu. Fliegen wir mal eine Mission. Ja, das Decoding mit der Mission kennen wir auch schon. Neu war, glaube ich, dass es jetzt hier so eine kleine Animation gibt, in der dann steht, was man da machen soll. Also, wir sollen dahin die Front patrouillieren, sage ich mal. Und follow the path on the way to target, you must bring it down. Die Front patrouillieren und einen Beobachtungsballon abschießen. Und anders wie bei allen Microprose-Simulationen zuvor, starten wir jetzt am Boden. Schauen wir uns einmal um. Die Grafik, finde ich, sieht schon echt klasse aus. Anders wie wir das gewohnt sind von F19, ist das hier nette VGA-Grafik, die auch nach was aussieht. Die Menüs sind jetzt stellenweise noch nicht ganz so, aber Microprose hat langsam gelernt hier. Ach ja, Leertaste war die Karte. Ich hatte versuche gerade rauszufinden, womit man schießt. K. Keyboard active. Okay. Rausgefunden. O ist, glaube ich, die Engine. Ja. Geben wir mal Gas. Also, die 100% klingt jetzt nicht ganz so nach 100%, aber wird schon werden. Ja, Altimeter, wir steigen. Also ich ziehe die ganze Zeit hoch und man sieht, da passiert nicht viel. Wir müssen jetzt erstmal
bisschen auf Speed kommen. Geschwindigkeit aufnehmen. Wenn ich jetzt nach hinten gucke, fehlt mir noch so der rote Schal, der da wegfliegt. Das hatte ja CinemaWare, glaube ich, dann später gemacht. Ja, ich finde insgesamt eine tolle Grafik. Es gibt Wolken zu sehen. Es gibt insgesamt... Oh, jetzt kann ich auch schießen. Es gibt insgesamt auch relativ viele Objekte am Boden, die man beschießen kann. Gibt meines Erachtens nach aber keine Mission, in denen ich Bodenziele strafen muss. Bin mir jetzt aber auch nicht mehr ganz sicher. Wie gesagt, das habe ich nur... Da habe ich nur zugeschaut und ich muss ehrlich sagen, hier freue ich mich auch schon wirklich auf das Replay, wenn wir das mal machen werden. Aber ich denke, ihr habt einen kleinen Überblick davon bekommen. Ich will euch jetzt nochmal kurz zeigen, was passiert, wenn man abstürzt, weil... Ach, man kann nicht abstürzen. Okay, dann habe ich den Schwierigkeitsgrad wohl so gewählt, dass man nicht abstürzen kann. Dann weiß ich ehrlich gesagt... Engine off. Nicht, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Da habe ich die Mission abgeschlossen, ohne gestartet zu sein. Gut. Ach, Escape geht auch nicht. Q geht nicht. Quit Mission. Ja, ich kann nur das Spiel beenden. Was ich noch sagen wollte, hier in dem Spiel gibt es, anders wie bei allen anderen Microprose-Spielen, vielleicht noch bei den B17-Teilen dann später... Ich schneide, glaube ich, aus der Aufnahme davor hier so ein bisschen Material rein. Gibt es hier Zwischensequenzen, in Anführungsstrichen, in denen die geschichtlichen Ereignisse erklärt werden, was so passiert ist zu der Zeit, aber auch Atmosphäre aufgebaut wird, indem man sagt, ja, Frankreich freut sich, dass England Unterstützung leistet und man sitzt dann mit seinen Kollegen in der Offiziersmesse und unterhält sich über die neuesten Flieger. Das macht Dynamics ja auch später dann, aber hier im Moment war das für mich ein Novum. Schauen wir uns einfach mal die Zusammenfassung an. Ich habe es dann später doch aufgenommen, oder was heißt später? Ich habe es aufgenommen nach längerem Überlegen und ich finde zusammen Knights of the Sky versucht, oder mit Knights of the Sky versucht Microprose schon andere Wege zu gehen, die dann später wieder ein bisschen vergessen werden, aber von Dynamics dann zusammen mit Red Baron konsequent, sage ich mal, durchgezogen werden und genutzt werden. Und von daher finde ich, ist das schon so eine neue Ära, nicht nur was die Flugsimulation an sich betrifft und die spielerischen Elemente oder simulativen Elemente, die dazukommen, sondern auch das jetzt neue, wir sind jetzt im Jahr 1990, 386, 486 kommen langsam, die 3D-Grafik kommt weiter, wir sind hier an einem Punkt, wo es weiter nach vorne geht, es werden realistische oder historische Konflikte simuliert. Das ist ja alles was, wovor man sich in der Vergangenheit so ein bisschen an den Flugsimulationen gescheut hat. Geht man jetzt das Ganze an und verpasst dem Ganzen dann auch noch eine, ich will jetzt nicht sagen Story, aber eine geschichtliche Rahmenhandlung, in der man sich selber bewegt und wiederfinden kann. Und das ist wirklich ein sehr starker, innovativer Punkt, den es sich dann mit Red Baron, was wir uns das nächste Mal ansehen, teilt. Außerdem fand ich, zumindest für mich war es das erste Spiel, wo ich das gesehen habe, dass es diese Modem-Option gab. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei anderen Spielen, die wir davor hatten, schon war. Aber hier ist es mir auf jeden Fall nochmal gesondert aufgefallen. Ich selbst habe es jetzt nicht feststellen können, aber ich habe oft gelesen, dass die Flugmodelle in der Simulation nicht so genau waren, wie es erwartet wurde. Also ja, da scheint die Simulation nicht so genau zu sein. Dafür gibt es viel mehr Möglichkeiten. Es gibt spielerisch mehr Möglichkeiten, so dass man mal sehen kann, okay, da trifft man in der Simulation vielleicht ein bisschen zurück, ist aber trotzdem noch ein tolles Spiel. Die Immersion habe ich geschrieben, alles wie von Microsoft erwartet. Andererseits, wenn ich jetzt im Nachhinein nochmal drüber nachdenke, ist das schon ein bisschen mehr wie von Microprose erwartet. Diese besagten Zwischensequenzen und diese Story historischer Rahmenhandlung, das ist schon mal was Besonderes, ja, erstmal bekanntes Szenario oder zumindest von mir ein bekanntes Szenario, wenn man sich vorher die
F-15, ja klar, die waren dann auch irgendwie im Mittleren Osten, das war ein Szenario, was man kannte, aber da gab es jetzt keinen historischen Hintergrund für die Missionen und so etwas, das gab es dann hier schon. Als Zusammenfassung habe ich noch aus der Computer Gaming World: A World War I Flight Simulator, whose great strength is the modern play option. Finde ich ein bisschen schade, ist nicht nur die größte Stärke, ich finde auch die größte Stärke ist das Ganze drumherum und die Immersion. Also, das kann man sich wirklich neben dem Red Baron sinkt das Knights of the Sky so ein bisschen in die Vergessenheit, aber es ist trotzdem noch mit Red Baron zusammen auch ein sehr gutes Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es war wieder informativ und wenn ihr noch Anmerkungen, Kommentare habt, wenn ich irgendwas falsch zusammengefasst habe oder falsch gemacht habt, lasst es mich in den Kommentaren wissen und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal im Jahr 1990. Bis dahin!